Ja, Mann, hi Protein. Kaffee Latte, der leckere Pudding, jetzt auch als Getränk. Wir probieren. Willkommen bei der Foodshow. Ihr habt's gesehen. Ja, Mann, hi Protein, Kaffee Latte, Getränk. Es gibt ja den High Protein Pudding, auch mit Kaffeegeschmack. Den hatte ich ja auch schon getestet. Der ist auch bei vielen Leuten sehr gut angekommen. Meine Freundin, die mag den auch sehr. Ich mag ihn nicht durch den Kaffeegeschmack, aber es ist ja, wie gesagt, mein Ding. Obwohl er gar nicht so intensiv nach Kaffee geschmeckt hat, finde ich im Verhältnis. Jetzt gibt es den auch als Getränk, ganz frisch im Handel aufgetaucht. Ich habe ihn bei Kaufland gefunden, habe davon was mitgenommen. Oder sagt meine Freundin, ich probiere ihn jetzt nur noch einmal schnell. 52 Kalorien auf 100 Milliliter. Es ist ein Milchgetränk aus entrahmter Milch mit Kaffeegeschmack. Ja, Süßungsmittel ist drin. 94% Milch, 5% Milcheiweiß, Laktase und Kaffeeextrakt und Koffein. Dann halt so ein paar Kleinigkeiten. Könnt ihr euch jetzt in der Nahaufnahme nochmal angucken. Und dann, ja, probieren wir ihn und gucken mal, ob er schmeckt oder ob er halt nicht schmeckt. Und 20 Gramm natürlich Protein auf die Flasche wird das, denke ich mal, sein, ne? Würde ich jetzt auch mal so eher tippen. Ja, muss auf die Flasche sein. Na gut, wir sehen uns. Bis gleich. Und einmal die schnelle Nahaufnahme. Hier könnt ihr, wie gesagt, das Getränk nochmal sehen, was ich vorhin ja eingegossen hatte. Ja, Zutaten, Nährwerte können wir hoffentlich gut lesen. Ich muss gerade selber nochmal gucken. Hier haben wir die Nährwerte nochmal draufstehen. Und wo haben wir die deutsche Rezeptur? Hier unten haben wir sie stehen. Ich drehe sie einmal so für euch. Ja, und jetzt probieren wir sie. Und wir sind wieder da. Und jetzt wird es probiert. Mal gucken, ob er was kann. Ich hatte ihn ja vorhin in das Glas hier gefüllt. Darum benutze ich das auch jetzt direkt. Also, wir gucken mal. Er riecht stark nach Kaffee. Ja, das ist das, was es halt bei mir, warum ich es trinken könnte. Ich würde es nicht zwingend machen. Ich mag ja den Kaffeegeruch. Es riecht stark nach Kaffee. Es fehlt hier aber das Bittere des Kaffees. Also es ist wirklich, du hast deinen Kaffeegeschmack, es ist aber Milch mit Kaffee ohne das Bittere dabei. Kann man machen. So morgens, also wenn man sich so einen Kaffee to go oder so mitnehmen will und einer sagt, nee, ich mag die Dinger eh, ist das eine leckere Alternative. Für mich, wie gesagt, nichts als nicht Kaffee-Fan, aber wie gesagt, das Bittere ist nicht da. Wenn ihr das also nicht mögt, wenn es so bitter ist, könntet ihr hier eine gute Lösung gefunden haben. Und für Kaffeefans, die auch den Kaffeepudding mögen, die werden es auf jeden Fall auch mögen. Könnt ihr ab sofort kaufen. Ich habe den Preis gar nicht mehr im Kopf gehabt, glaube ich, 99 Cent oder weniger. War relativ günstig. Ab sofort im Handel. Punktemäßig gibt es von mir, ja, wirklich 4,5 von 5. Auch als Nicht-Kaffee-Fan, 4,5 von 5 ist es das, was versprochen wird. Es schmeckt. Ich sage danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wir sehen uns in eines der nächsten Videos. Bis bald. Ciao. Euer Bob.